Neben uns steht Britta Wolters und sie kann jetzt lachen. Sie waren ja doch in einem ziemlich großen Hamsterrad sehr schnell unterwegs in den letzten Tagen. War viel Besuch hier, viel Prominenz hier. Das ist alles gut gelaufen. Wir waren dabei. Wir danken uns immer für die Einladung, dass wir mit dabei sein dürfen. Hatten auch viel Spaß. Viele interessante Gespräche, viele interessante Gäste. Und wie sehen Sie die ersten drei Tage? Ja, es war für uns natürlich ganz schön anstrengend, aber hat auch riesig viel Spaß gemacht. Also wir haben ja schon vor der ILA quasi gestartet. Wir als Presseabteilung hatten sozusagen Rundgang für Journalisten speziell. Unser ILA Backstage, wo wir mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke unterwegs waren und der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. 3 Stunden und schon mal so einen kleinen Vorgeschmack hier geholt auf der Veranstaltung. Ja, und unser großer Tag war natürlich die Eröffnung am Mittwoch mit dem Besuch des Bundeskanzlers, wo wir auch 120 Journalisten von Fernsehen, Hörfunk, Print, Online dabei hatten. Also von daher war es für uns schon spannend und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Publikum selber hat natürlich unterschiedliche Ansprüche. Der eine will gucken, der andere will sich informieren. Viele sind sehr gut informiert. Wir waren in der DLR-Halle. Nicht nur zeigen, sondern auch die Möglichkeit geben, zu verstehen. Denn das ist, glaube ich, der Schwerpunkt der Halle. Damit ein herzliches Willkommen, Andreas Schütz. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, trotz der Hektik hier. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, das stimmt. Die Vorbereitung war ein wenig holprig durch Corona. Völlig normal. Aber ich sag mal so, wir haben uns davon nicht abbringen lassen, weil wir haben ja nach dem Ausfall 2020, ich würde mal sagen, bei unseren Gästen, Freunden, Interessenten, Besuchern was gut zu machen. Und genau das war auch die Motivation, dass wir gesagt haben, wir wählen den gleichen Antritt, wie wir ihn immer gewählt haben, mit unseren 3 Schwerpunkten. Static Display, die größte zivile Forschungsflotte Europas, als Partner in der Raumfahrthalle neben dem BDLI und der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA und natürlich mit einer eigenen Präsentation. Das entsprechend der Schwerpunkte Pioneering Aerospace mit unserem Motto verbunden, Knowledge for Tomorrow. Gilt das für jeden Aussteller? Ich habe fast das Gefühl, man kann das so sagen. Ja, in der Tat, Pioneering Aerospace ist ja sozusagen das Motto der diesjährigen ILA. Wir haben 3 Schwerpunkte. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit, Innovation, neue Technologien. Und wir haben ja, das sehen wir sozusagen auch bei den Ausstellern, zum Beispiel im Bereich Aviation, ganz großes Thema, das klimaneutrale Fliegen, die Energiewende am Himmel. Wir haben aber natürlich auch den Defense- und Support-Bereich, wo wir natürlich unter anderem dann auch unter der Woche auf den Bühnen auch Themen wie Nachhaltigkeit hatten und natürlich ganz klar neue Technologien im Bereich Antriebe, Wasserstoff, elektrisches Fliegen. Also da ist wirklich eine große Bandbreite dabei. Dieses Pioneering Aerospace, das kann man eigentlich überall auf der Messe sehen. Aber bei Ihnen, wie gesagt, in der Halle macht es besonderen Spaß. Wir haben mit Alexander Gerst gesprochen. Er hatte Fernweh, hätte ich beinahe gesagt, und hat uns einen Einblick in seine Arbeit gegeben. Auch da unterstützen Sie uns ja sehr. Wenn man das mal von oben gesehen hat, diesen tollen Planeten, da ist man natürlich fasziniert und das vergisst man auch nicht mehr. Und das ist natürlich was, wo man immer wieder so ein bisschen Sehnsucht kriegt. Als ich Matthias' Bilder gesehen habe, die waren ja auch großartig, die er von da oben runter geschickt hat, da hatte ich natürlich schon wieder so ein bisschen Fernweh. Oder eigentlich auch Heimweh, weil natürlich, wenn man so viel Zeit verbringt auf der Raumstation, dann wird es natürlich auch wieder so ein bisschen wie so ein Zuhause. Wie war das bei Ihnen? Hat er Sie angesteckt mit den Bildern? Denn es waren wirklich beeindruckende Bilder von Ihnen auch dann später. Aber nun gut, er war da etwas vor Ihnen im All. Und deshalb stimuliert man sich, bringt man sich gegenseitig auf Ideen? Ja, natürlich habe ich mir die Bilder von Alex angeschaut. Die waren eine Inspiration für mich und ich wollte natürlich auch schöne Bilder dann schießen aus dem Weltall, unsere Erde dokumentieren, ein paar Bilder von Deutschland. Was Sie auch getan haben, danke auch dafür nochmal. Ja. So ein kleiner Unterschied, Alex war immer im Sommer oben und ich war im Winter oben. Also von daher haben wir auch einen unterschiedlichen Planeten fotografieren können. Das Erlebnis für den Fachbesucher ist ja doch nochmal etwas anders als das für den Normalbesucher, sage ich jetzt mal, für den normalen Besucher der ILA. Obwohl man festhalten muss, es gibt sehr, sehr viele sehr gut informierte Besucher. Was haben Sie für einen Besucher vorbereitet? Für die Besucher, Fachbesucher, wie auch die Interessenten, Special Interest oder allgemeine Besucher, die versuchen wir natürlich alle in ihrer Summe anzusprechen. Das heißt, wir denken darüber nach, wie wir unsere Exponate, wie wir unsere Experimente, unsere Missionen so darstellen können, dass der Fachbesucher wie auch der Privatbesucher etwas davon hat. Das heißt, in der Form und Art und Weise der Darstellung. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr zum ersten Mal nichts, was man physisch mitnehmen kann. Keine Prospekte, keine Zeitung, nichts, gar nichts. Sondern wir haben komplett umgestellt auf QR-Codes.
Und mit diesen QR-Codes sprechen wir die Fachbesucher, aber auch die normalen Besucher an. Wir haben eigene Apps entwickelt zum nachhaltigen Fliegen. All das, um mal zu zeigen, es gibt auch neue, es gibt auch andere Wege. Wir hören, wir sind am BER. Ab und zu startet hier noch ein Flugzeug, aber das war auch eine besondere Herausforderung, nämlich ein wenig Flugprogramm zu liefern und den normalen Passagierverkehr, der ja inzwischen sehr gebeutelt ist, auf allen Flughäfen, zumindest in Europa, das unter einen Hut zu kriegen, auch eine neue Herausforderung. In der Tat, es ist ja sozusagen das erste Mal, dass die ILA stattfindet und nebenan ist der Flughafen geöffnet. Das ist sozusagen ja jetzt die Premiere. Insofern sind wir froh, dass wir zumindest ein wenig Flugprogramm anbieten können, weil es ist natürlich ganz klar, die Sicherheit des Flugverkehrs nebenan am BER hat natürlich absolut oberste Priorität. Nichtsdestotrotz können wir uns mit ausgewählten Flugvorführungen so ein bisschen in den Flugplan reintakten, dass also auch die Besucherinnen und Besucher heute und morgen auch ein bisschen was am Himmel sehen können. Also gibt es einen Eurofighter, am Nachmittag gibt es auch noch mal eine Flugstaffel mit zwei Eurofightern, zwei Tornados. Also da gibt es ein bisschen was zu gucken, was ja auch schön ist. Also wir machen beide Segelflug als Hobby, von daher sind wir auch so sehr Luftfahrt begeistert. Und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht gerne Eurofighter fliegen würde. Trainiert. Herausforderung im doppelten Sinne, denn Sie sind das erste Mal Veranstaltungsleiter hier, ne? Ich bin das erste Mal Veranstaltungsleiter, ja, und werde jetzt gleich mit dieser neuen Situation des BER vertraut gemacht. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die enge Zusammenarbeit mit dem BER, das Kooperative und natürlich nicht in das operative Geschäft einzugreifen des BERs. Das heißt, die eigentliche Arbeit ist im Vorfeld oder die eigentliche Arbeit ist, es gibt weniger Flug und mehr Arbeit, weil ja mehr abgestimmt werden muss. Es ist auf jeden Fall ein mehr koordinativer Ansatz, den wir im Vorfeld schon machen müssen. Wir setzen das hier um, was wir im Computer ausgearbeitet haben und dann müssen wir natürlich im Tagesgeschäft schauen, ob es funktioniert. Aber bis jetzt ist es eine tolle Geschichte. Genau, Sie haben eine schöne Aufgabe, die macht sicherlich Spaß. Und wenn die Zuschauer dann am Wochenende hier mit dabei sind, wird es, glaube ich, doppelt so viel Spaß machen. Das ist das, auf was wir eigentlich warten. Der Zuschauer möchte diese Veranstaltung. Das ist die einzige Luftfahrtveranstaltung, die wir hier in Deutschland haben. Wir sind stolz darauf, dass wir nach der Pandemie hier wieder sein dürfen. Und jetzt fangen wir wieder an und ich glaube, ich freue mich auf ein interessantes Wochenende. Interesse ist ja groß. Die Messe ist ausverkauft. Das heißt, man hat sich auch wirklich drauf gefreut. Nun, na gut, vor 4 Jahren war die letzte. 4 Jahre sind aber in der Raumfahrt oder in dem Bereich, in dem Sie aktiv sind, eine richtig lange Zeit. Da ist doch einiges geschehen. Ja, da ist einiges geschehen, hängt auch zusammen mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Da ist in den letzten 4 Jahren also schwere Umwälzungen gegeben. Und gerade Corona hat uns gezeigt, dass wir in der Luftfahrt evolutionär gearbeitet haben in den letzten 25 Jahren. Aber wir jetzt an einem Punkt sind, auch mit dem europäischen Green Deal bis 2050, den gesetzlichen Vorgaben zu sagen, Evolution reicht nicht mehr. Wir müssen mit disruptiven Technologien eine revolutionäre Umsetzung in der Luftfahrt erreichen. Sonst erreichen wir unsere Klimaschutzziele nicht. Und das ist auch der Ansatz unserer Arbeit im Bereich der Vision des klimaverträglichen Fliegens. Klimaverträgliches Fliegen, das steht im Mittelpunkt. Damit haben wir uns beschäftigt. Wir waren in den Maschinen, wir haben uns das angeschaut, wir haben uns die Entwicklung einmal versucht erklären zu lassen. Es ist aber ein langer Weg noch. Es ist noch ein ganz langer Weg, weil wir befinden uns ja insofern, wenn wir über Technologien reden, müssen wir uns ja auch für Wege entscheiden. Das heißt, wir haben in der Luftfahrt die Dreiteilung Kurz- und Mittelstrecke und wir haben Langstrecke. Wo setzen wir was ein? Welche Möglichkeiten haben wir? Wir reden vom elektrischen Fliegen, wir reden vom hybrid-elektrischen Fliegen, wir reden von Sustainable Aviation Fuels, alternativen Treibstoffen und wir reden vom Wasserstoff. Das heißt, jetzt ist der Punkt zu sagen, welcher Technologie widmen wir uns intensiv, um bis 2050 unsere Ziele zu erreichen? Und da stechen zwei heraus. Das ist das hybrid-elektrische Fliegen mit Gasturbine, Brennstoffzelle, elektrischer Antrieb. Und es sind die Sustainable Aviation Fuels. Mit diesem Weg können wir gehen. Natürlich bleiben wir auch bei der Anwendung von Wasserstoff dran. Das ist aber für die übernächste Generation. Und wir bleiben beim elektrischen Fliegen zum Beispiel für die Ultrakurzstrecke dran. Schauen wir mal in die näherliegende Zukunft. Im Weltraum haben Sie doch auch eine ganze Menge neue Entwicklungen mitgebracht. Oder zumindest stellen Sie die hier vor. Das Thema Raumfahrt versuchen wir natürlich oder werden wir natürlich auch dem Green Deal unterordnen. Das heißt, die Raumfahrt wird zunehmend zum Werkzeug für die Gesellschaft.
Werkzeug für die Gesellschaft im bemannten Bereich, Anwendung, Materialforschung, Biologie, Medizin und anderes mehr, so wie wir es kennen. Du hast Alexander Gerst erwähnt, Matthias Maurer ist auch hier, Reinhard Ewert ist hier, die als Astronauten auf ihren jeweiligen Raumstationen dort Dinge getan haben. Den Schwerpunkt, den wir aber dieses Jahr setzen, ist das Thema Satelliten. Anwendung von Satelliten, Daten in allen Bereichen, Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung. Und am 1. April diesen Jahres haben wir den NMAP nach oben gebracht, den ersten deutschen hyperspektralen Satelliten, den wir hier vorstellen, mit seiner Anwendung, mit seinen Daten, um zu sagen, wie erfassen wir und wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um? Sehr interessante Bilder, die man da übrigens produziert. Und es hat ja auch ganz praktischen Nutzen, wenn ich an die Waldbrände um uns rum hier denke, in Brandenburg und bis runter nach Sachsen. Auch da haben Sie eine Innovation mitgebracht. Ausgestellt. Und zwar können wir da einmal zurückblicken. Hier aus Berlin-Adlershof kam ja einer der ersten Waldbrandsatelliten, der BayROS, als Technologieträger. Aber wir möchten eigentlich auch wieder den Schritt in die nächste Generation gehen, mit Radartechnologie im L-Band-Bereich, sodass wir in der Lage sind, innerhalb von 4 Tagen die gesamte Biomasse der Erde zu erfassen. Das auch in kleineren Bereichen, sodass wir in der Lage wären zu sagen, wo auch hier wieder Thema Klimawandel, Auswirkungen des Klimawandels, Biomasse, Wälder, Felder, Raubbau, Brände. Das ist aber eine Sache, da blicken wir massiv in die Zukunft und hoffen, dass diese Mission Realität wird. Ja, ein Thema steht, glaube ich, über allem, nämlich Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Alle suchen händeringend, ja, in allen Bereichen Arbeitskräfte. In der Tat, das ist natürlich immer auch ein großes Thema auf der ILA, wo wir auch gucken, dass wir auch Programme für den Nachwuchs anbieten. Also Karriere ist ein großes Thema. Wir haben ja ergänzend zu dem, was hier sozusagen live auf der Messe hier vor Ort passiert, sozusagen auch noch eine digitale Plattform, ILA Digital, wo es sozusagen auch nochmal für den Branchennachwuchs Möglichkeit gibt, auch mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. Also sozusagen live hier Angebot, aber auch im digitalen Raum. So, das ist natürlich wirklich in allen Bereichen ein großes Thema, das qualifizierter Nachwuchs gesucht wird. So nach hinten oder nach vorne klappen? Ja. Allgemein. Ja. Wir belauschen euch. Mal sehen, ob die Schwinnen jetzt wollten noch rauskriegen. Schwinnen natürlich nicht, ich bin Flugzeugbauer. Bei Airbus. Na, dann erklär ihm das doch bitte nochmal. So, ja, je nachdem, wie das dann beladen ist, dann kannst du es eben nach hinten oder nach vorne klappen, dass da oben in der Luft schön gerade ist. Weil sonst würde er ja mit der Nase nach unten stippen oder nach oben. Und somit trimmst du das Ganze. Das Ganze wird getrimmt, so nennt man das. Das DLR hat 2005 angefangen, sich über das Thema School Labs einen Gedanken zu machen. Es gab dann in Göttingen und in Berlin-Adlershof die ersten beiden School Labs, das heißt Einrichtungen, in denen Schüler der Abiturstufe ab 8. Klasse sich mit den Themen auseinandersetzen können, die das DLR an diesen Standorten betreibt. In Göttingen war es das Thema, ist es das Thema Luftfahrt und in Berlin ist es das Thema Raumfahrt. Mittlerweile verfügt das DLR deutschlandweit über 13 School Labs, die teilweise über 1,5 Jahre ausgebucht sind. Damit steigen wir in diesen Nachwuchsbereich ein. Wir haben ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche ab 7, 8 Jahren mit unserem Webangebot DLR Next und haben natürlich hier auch auf der ILA einen speziellen Stand, mit dem wir den Nachwuchs ansprechen. Denn wir machen uns nichts vor, alle, die hier sind, aus dem Bereich der Luftfahrt, der Raumfahrt, des zivilen, des militärischen Bereichs, kämpfen um die klügsten Köpfe. Die brauchen wir natürlich, um das Thema Wissenschaftsstandort und Wirtschaftsstandort auch weiter nach vorne zu treiben. Wir können uns hier nicht leisten, nicht in die Zukunft zu investieren. Also, Sie freuen sich über jede Bewerbung. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Wir freuen uns über jede Bewerbung zu einem Schülerpraktikum. Wir haben jede Menge Anfragen am Stand. Natürlich auch im Bereich 10-Jährige, 12-Jährige, 13-Jährige, die von den Schulen für eine Woche, für 2 Wochen mal schauen sollen, wo geht's hin. Und E-Mail genügt. Und dann versuchen wir, Möglichkeiten zu schaffen, um einen Weg aufzubauen, um halt diese Kinder, diese Jugendlichen schon in die Richtung MINT, in die Richtung Luft- und Raumfahrt, Energie, Verkehrssicherheit, Digitalisierung zu bringen.